Freddy Fuchs im Kinderzentrum. Hallo, ich bin Doktor... Nee, das bin ich gar nicht. Ich bin Freddy Fuchs. Nimm mich einfach Freddy. Ich kenne mich im Krankenhaus sehr gut aus und ich kann dir alles erklären. Ja, hier gibt's nämlich wirklich viel zu sehen. Schau her, ich zeig's dir. Mit der E-Card melden wir uns an. Ja, da wissen alle, dass wir da sind. Hallo, wir sind da. Das ist ein Dexfinknex. Ein Desinfektionsmittel. Es bekämpft Bakterien, damit die Leute gesund bleiben. Alle verwenden das, also auch du und ich. Komm, wir sind dran. Du musst es gut mit den Händen verreiben, ja? Dann verschwindet es wie von selbst. Und deine Hände sind super sauber. Das ist nämlich im Krankenhaus ganz wichtig. Und los geht's! Du, und wenn mal was in die Hose geht, kann ja mal passieren, dann mach dich wieder sauber. Desinfiziere deine Hände und alles ist wieder in Ordnung. Im Kinderzentrum bekommst du ein Armband. Rosa ist für Mädchen und blau ist für Buben. Darauf steht dein Name. Ja, dann wissen alle, wie du heißt. Ich habe zwei Armbänder. Auf dem blauen steht, dass ich Freddy heiße. Und das rote habe ich, weil ich auf manche Medikamente allergisch bin. Ja, durch das rote Armband weiß das jeder. In diesem Zimmer, da wird Blut abgenommen. Warum wird das gemacht? Ja, ganz einfach. Der Arzt und die Krankenschwester brauchen das Blut, weil dann wissen sie, wie es dir geht. Es ist ganz einfach. Nur so ein kleiner Fingerpieks, das geht ganz schnell. Dann wird ein kleiner Tropfen Blut genau untersucht. Guten Morgen. Deine Eltern können dich immer besuchen. Sie können bleiben, solange sie wollen. Sie können mit dir spielen, mit dir reden, mit dir essen oder sogar bei dir schlafen. Schnell! Thomas braucht Hilfe! Es tut ihm was weh! Die Krankenschwester kommt ganz schnell. Sie gibt Thomas einen Saft oder eine Tablette und dann tut es ihm nicht mehr weh. Puh, alles ist wieder gut. Wenn du einmal Hilfe brauchst, dann drück den roten Knopf. Ja, und dann kommt die Krankenschwester gleich zu dir. Du darfst in deinem Zimmer spielen, was du willst. Oh, das sind die Clown-Doktoren. Mit ihnen kannst du viel Spaß haben. Und das ist eine gelbe Tante. Wenn deine Eltern nicht da sein können, dann spielt sie mit dir. Heute fühlen wir uns sehr gut. Komm, wir gehen zum Spieletreff. Dort ist es lustig. Da sind auch viele andere Kinder. Sie basteln gemeinsam. Du darfst auch zeichnen und malen, was du willst. Du kannst mit deinen Eltern hingehen, aber du kannst natürlich auch alleine hingehen. Dort ist immer jemand, der mit dir spielt oder bastelt. Oh ja, und du kannst auch die Bärenburg besuchen. Dort lernst du, wie du dein Zuhause sicherer machen kannst. Es gibt auch eine Bücherei. Da kannst du coole Bücher ausborgen. Oder bleiben wir lieber draußen und spielen auf dem Spielplatz. Komm, schaukelst du mit? Ich mag die Rutsche auch gern. Das ist Sarah. Sarah hat morgen eine Operation.
Vor der Operation kommen ein Arzt und eine Krankenschwester. Sie überprüfen, ob alles passt. Also, sie bereiten alles für die Operation vor. Auch Anna wird bald operiert. Zuerst bekommt sie ein Zauberpflaster. Dann bekommt sie eine Leitung in den Arm. Ja. Die Leitung braucht sie, damit sie bei der Operation schlafen kann und nichts wehtut. Vor der Operation bekommt Lena einen Zaubersaft. Mit dem kann sie gut einschlafen. Und wenn du wieder wach wirst, dann siehst du wieder die Mama. Mhm. Ja? Wenn Lena aufwacht, ist ihre Mutter oder ihr Vater bei ihr. Dann geht es ihr gleich viel besser. So, jetzt muss ich aber in die Schule. Guten Morgen. Och, wer ist denn das? Ist das deine Lehrerin? Die ist aber cool. Wenn du schon in die Schule gehst, kommt eine Lehrerin zu dir oder ein Lehrer. Die helfen dir bei den Hausaufgaben. Das ist super. Viel Spaß. Jetzt gehst du wieder nach Hause. Du hast im Krankenhaus alles gut geschafft. Du warst sehr tapfer und alle sind sehr stolz auf dich. Komm gut heim, alles Gute, tschüss, Papa, Servus. Okay, cut, that's a wrap. Ist der Film jetzt fertig? Thank you. Passt alles? Super! Na dann los! Auf geht's!